Hallo, heute rechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2013-2, also dem Herbst, mit der Aufgabe Nummer 6. Bei der Aufgabe Nummer 6 geht es darum, dass 12 Kubikmeter pro Stunde in einen 15 Meter höher liegenden Tank gefördert werden. Wir werden anhand einer Skizze das Problem verdeutlichen. Eine Pumpe fördert Benzin. In einen Tank. Und die Förderhöhe H beträgt 15 Meter. Wir wissen, dass pro Stunde 12 Kubikmeter Benzin gefördert werden. 12 Kubikmeter pro Stunde ist das Fördervolumen, das nennen wir V-Punkt. In der Formelsammlung